Fußballfreunde, willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußball. Da ist die Möglichkeit. Überragende Aktion. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Draxler klaut da ganz geschickt den Ball. Philipp Coutinho. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Da ist die Chance. Kostic hat auf den Pass gewartet, ist das schön reingelaufen, aber das war es dann auch schon. Sehr gute Position. Ganz simpel, einfach nach vorne. Mitrovic. Ins Abseits gelaufen. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Der kommt weit nach vorn. Bolli. Thiago. Perisic. Da kommt der Ball. Langer Abschlag vom Keeper. Philipp Coutinho. Jetzt könnte was gehen. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Matija Nastasic. Hat seinen Gegner klar erwischt. Na, das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Da ist ordentlich Dampf dahinter. Also das ist wunderschön anzusehen. Hier steckt richtig Bewegung drin. Viele Spieler, die sich gleichzeitig freilaufen. Dann hast du als Ballführender eine Menge Optionen und dir gehen nie die Anspielstationen aus. Also lieber den Gegner ausspielen, als sich wirklich auf Zweikämpfe einlassen. Völlig richtig. Weshalb solltest du dich denn auf Zweikämpfe einlassen, wenn deine Mitspieler so wunderbar freistehen? Spielt ihn gut raus. Ball kommt vor. Ein Kopfball. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Philipp Coutinho. Ja, aber was der Auge. Und da ist der Pass. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Das ist schlitzohrig. Der Ball geht über die Torauslinie. Einfach mal lang nach vorn. Oh, das kann ins Auge gehen. Kostic. Kommt der an? Und weg ist er. Außerhalb des Spielfeldes. Rüber nach rechts.
Hier ist Perisic. Auf und davon! Perisic, na bitte! Tor! Ein Komplettpaket, leichtfüßig, zielstrebig und abschlussstark. Perisic in Ballbesitz und wenn der die Kugel hat, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann macht er mit dem Ball und mit dem Gegner, was er will. So wie hier. Und Perisic. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor! Sie spielen sich schon in einen kleinen Rausch. Wie blank der da steht. Also der konnte sich ja die Ecke aussuchen. Diese Freiräume darf man so einem wie ihm einfach nicht geben. Man weiß doch, dass er finalisieren kann. Und damit steht fest, Doppelpacker. Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Das erlebt man immer wieder im Fußball. Bei der einen Mannschaft geht alles und die andere stellt sich selbst und alles in Frage und steht neben sich. Und das muss man aus. Starker und noch eins. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Von seiner Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er seinen Körper da einsetzt, das ist eine Augenweide. So ein Tor. Und nun ab in die Kabine. Ich bin mir sicher, wenn sie jetzt nicht nachlässig werden, dann kann hier nichts mehr passieren. Zu groß die Dominanz in der ersten Halbzeit. Zu hoch. Bis hierhin steht ein komfortables 3:0. Das hier sind die ersten Sequenzen der zweiten Hälfte. Ja, gar keine Frage, das war faul. Also Freistoß. Draxler. Ein Alleingang. Und der Konter läuft. Was für ein Solo. Arnautovic. Gute Aktion von Torhüter. Der Angriff, klasse. So sieht moderner Kombinationsfußball aus. Allerdings am finalen Moment des Torabschlusses, da müssen sie noch arbeiten. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Hamšík. Mitrovic ist das. Ja, das war ein klares Foul. Er könnte es von hier aus direkt probieren. Eine tolle Chance, um zu verkürzen. Hamšík. Ein Riesentor. Eine absolute Augenweide. Fantastisch. Dieser Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Standardsituationen sind seine große Stärke. Und wenn wir das hier sehen, dann dürfen wir feststellen, sie sind seine ganz große Stärke. Anschlusstreffer wäre vielleicht noch zu hoch gegriffen, aber sie sind wieder im Spiel. Philipp Coutinho. Draxler. Dijon drin, das Ding! Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie haben das Tor. Nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen. Das könnte was werden. Abpraller und bitte. So, dann werfen wir mal ein.
Thiago. Ja, die wissen ganz genau, der Gegner ist gefährlich bei hohen Flanken. Deswegen ziehen sie ihre Kräfte im Zentrum zusammen. Also sowas wie eine knackige Abwehrwand. Ja, definitiv, aber das hat natürlich auch den Nachteil, dass du an gewissen Orten des Spielfeldes halt personelle Unterlegenheit hast. Damit kannst du einen Gegner auch stark machen, so wie die spielen. Das wäre für mich eher die Strategie für die letzten Spielminuten. Hanžek. Arnautovic. Das sieht gut aus. Und da ist die Hereingabe. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es geht nur Ecke. Kostic hat bereits ein Tor mustergültig eingeleitet. Mauro Icardi kann ihn machen. Perisic. Der Wille war da, er wollte zum Abschluss kommen, aber der Gegner hat es einfach zu gut gemacht. Philipp Coutinho mit Augenmaß. Das sieht gut aus. Er versucht's. Also man kann nicht behaupten, dass sie sich auf ihrem Vorsprung ausruhen würden. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Er macht sein drittes Tor am heutigen Tage, warum auch immer sie finden kann, Gegenmittel gegen ihn. Jetzt gibt es einen richtig schönen Streifen hier. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Kostic. Mauro Icardi. Und er läuft in die Abseitsfalle. Ein feiner Pass. Sieht aus, als wäre das schon wieder abseits. Ja, in der Tat. Es ist Zeit für neue Energie. Arnautovic. Mitrovic ist das. Macht er den? Und die Hereingabe. Und der Torhüter ist zur Stelle. Da verheddert er sich. Schon läuft der Gegenangriff. Da war er voll auf der Höhe. Godin sucht seine offensiven Kollegen. Mauro Icardi. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Der Gegner ist heute schlichtweg überholt worden. Für alles andere muss man sich einfach nur das Ergebnis angucken. Ich denke, das spricht heute für sich. Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also schnell ein paar Worte von dir zu diesem Spiel. Das ist ganz wichtig. Sie wissen, wir haben dieses Ding gewonnen und wir können mit Selbstvertrauen in die nächsten Aufgaben gehen. Wir verabschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertise gemacht? Herzlichen Dank dafür. Den Dank kann ich nur zurückgeben.